Straßenkampf in Bonn-Mehlem. Vor der König-Fahd-Akademie werfen radikale Salafisten Steine, Flaschen, einfach alles, was ihnen in die Finger kommt. Ihr Ziel sind 29 Rechtspopulisten von Pro-NRW, die durch das Zeigen der Mohammed-Karikaturen 600 teils radikale Gegendemonstranten so in Rage bringen, dass die Situation eskaliert. Und das, obwohl die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort ist. Es ist für die Polizei ein äußerst schwieriger Einsatz, diese Gruppierung, die sich gegenüberstehen, auseinanderzuhalten. Im Wesentlichen ist das zwar gelungen, allerdings muss ich feststellen, der Preis war hoch. Mindestens 3 Polizisten werden beim Einsatz schwer verletzt. Sie liegen teilweise blutend am Boden, noch während die Krawalle laufen. Es handelt sich offensichtlich um Gegendemonstranten aus dem salafistischen Umfeld, die da agiert haben. Wir haben allerdings auch die Provokation von NRW in der Form weiter nicht mehr hingenommen, indem wir diese Veranstaltung frühzeitiger beendet haben. Rückblick, lange war es friedlich geblieben. Musa Ashaki vom Rat der Muslime in Bonn redete direkt neben den radikalen Salafisten immer wieder auf die Demonstranten ein, versuchte zu beschwichtigen, letztlich ohne Erfolg. Eigentlich haben wir einen Aufruf gemacht, gar nichts dagegen zu demonstrieren und gar nicht hierhin zu kommen, weil wir auch genau diese Lage auch eingeschätzt haben, was passiert. Aber leider ist es so, dass überall bei Facebook Werbung gemacht worden ist und überall Werbung, dass viele hier hinkommen und viele auch von außerhalb. Und wir wissen, wie unsere Jugendlichen reagieren, emotional leider. Auch der Direktor der König-Fahad-Akademie, Megrin Al-Megrin, verfolgt die dramatischen Szenen mit Kollegen von der Dachterrasse aus. Ich bin wirklich tief betroffen von dem, was ich heute gesehen habe. So eine Form der Meinungsäußerung finde ich nicht in Ordnung. Und da müssen wir auch einen anderen Weg finden, um darüber zu reden. Die radikalen Salafisten haben nicht nur die Polizei angegriffen, sie haben einen ganzen Stadtteil geschockt. Ja, und dort, wo vor wenigen Stunden die Ausschreitungen waren an der König-Fahd-Akademie, da steht jetzt unser Reporter. Sebastian Tittelbach, was ist denn jetzt noch zu spüren von den Krawallen, die wir da gerade gesehen haben? Na, man sieht immer noch Anwohner, die unter Schock stehen, die jetzt dabei sind, ihre Vorgärten aufzuräumen, weil hier ist alles Mögliche geworfen worden, was in den Vorgärten zu finden war. Aber man sieht auch genauso muslimische Mitbürger, die jetzt wieder Angst haben, dass sie mit Extremisten in einen Topf geworfen werden und dass diese Bilder wieder das Klima hier deutlich verschärfen werden vor der König-Fahd-Akademie. Wir haben noch Bilder, die etwa eine Stunde alt sind. Da war die Polizei noch schwer beschäftigt damit, Straftäter festzunehmen, erkennungsdienstlich zu erfassen. Die sind nun aufs Präsidium gebracht worden, werden dort befragt. Sie wurden in einen Polizeibus geführt. Ansonsten zeigt die Polizei auch immer noch jetzt Präsenz hier in dem Stadtteil von Bonn. Und sie ist dabei beschäftigt, Wunden zu lecken, denn die Fahrzeuge sind auch erheblich beschädigt worden. Und nach unseren Informationen ist auch immer noch eine Polizeibeamtin schwer verletzt. Die ist durch Messerstiche angegriffen worden. Harry Kolbe ist der Pressesprecher von der Polizei. Wir haben Sie vorhin auch in dem Beitrag gesehen. Was ist dort schiefgelaufen? Hatte die Polizei keine Chance, diesen Krawall hier zu vermeiden? Die Polizei Bonn hat schnell reagiert und dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Wir haben im Vorfeld Straftäter festgenommen, die Waffen mit sich führten, die Zwillen dabei hatten, die mit Schlagwerkzeugen unterwegs waren. Wir haben unterbunden, dass Rechtsextremisten weiter provozieren konnten. Und es ist zu 48 Festnahmen gekommen. Das ist eine deutliche Sprache, dass die Polizei Bonn schnell reagiert. Harry Kolbe, herzlichen Dank. Diese Bilder bleiben also von Bonn im Moment übrig. Und was festzustellen bleibt, ist, dass viele von diesen Extremisten gar nicht aus Bonn kommen, sondern die sind teilweise bundesweit angereist, um hier Krawall zu machen. Live-Informationen von den Straßenkämpfen aus Bonn von Sebastian Tittelbach. Schönen Dank. Und in Duisburg ist uns jetzt zugeschaltet der oberste Dienstherr der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Innenminister Ralf Jäger. Ja, Herr Jäger, wir haben von den verletzten Polizisten gehört. Wir haben gerade gehört, Messerstiche auf eine Polizeibeamtin. Was haben Sie über den Zustand der Polizisten bis jetzt erfahren können? Guten Abend, Frau Sewindin. Nach jetzigen Informationen sind zwei Beamte, eine Beamtin, ein Beamter, durch Messerstiche verletzt worden. Gott sei Dank nicht lebensgefährlich. Die Täter sind gefasst, die Täter sind ermittelt. Und werden natürlich jetzt ganz konsequent einem Strafverfahren sich unterziehen müssen. Das ist nun schon das zweite Mal, dass wir das erleben. Schon am Dienstag haben Salafisten am Rande einer Pro-NRW-Aktion in Solingen die Polizei angegriffen. Heute diese Randale. Was werden Sie dagegen unternehmen? Was da passiert ist, ist, dass zwei sehr extremistische Gruppierungen aufeinander getroffen sind. Ich will es deutlich sagen, wir haben in Deutschland 4 Millionen Muslime.
Wir leben in einer Vielfalt, in einem Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Muslime grenzen sich ganz bewusst von diesen Salafisten ab. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Vertreter von Pro-NRW, einer Splitterpartei, die ein Biedermann-Image pflegt, aber tatsächlich rechtsextremistisch ist, die ganz gezielt gegen diesen Zusammenhalt versucht zu provozieren und Aufmerksamkeit zu erzielen. Herr Jäger, wir haben aber gerade schon darauf hingewiesen, dass diese Konstellation bekannt ist. Das heißt, in Solingen haben wir gesehen, was passiert, wenn man beide Gruppen im Grunde zulässt. Warum lassen wir uns dann von diesen kleinen Splittergruppen so auf der Nase herumtanzen? Warum wird so etwas überhaupt genehmigt? Ja, diese Organisation Pro-NRW, die wirklich nur eine Splittergruppe darstellt, hat ja vor 24 Moscheen in Nordrhein-Westfalen Demonstrationen beantragt. Ich habe veranlasst, dass diese Demonstrationen mit Auflagen versehen sind. Einerseits in einem Abstand zu den Moscheen, andererseits, dass diese Karikaturen nicht gezeigt werden dürfen. Das hat bedauerlicherweise vor Gerichten keinen Bestand gehabt. Die Polizei hat dies zu respektieren. Das heißt, diese Splitterpartei darf provozieren mit diesen Karikaturen, tut dies auch. Auf der anderen Seite provozieren sie damit andererseits sehr extremistische, gewalttätige Salafisten. Um es deutlich zu sagen, müssen wir sauber trennen, mit denen die Muslimen, die hier in diesem Land leben, nichts zu tun haben wollen. In einem freien Land müssen wir also diese Splittergruppen, wie Sie sagen, offenbar auch ertragen. Innenminister Ralf Jäger war das live aus Duisburg. Schönen Dank.